So. Und jetzt können wir hier ganz bequem. Lalalala. Ich würde mal sagen, wir machen das so, wir positionieren die beiden dorthin, das ist ein bisschen passender. Und dann würde ich sagen, hier... So, der... Ach, der ist ja eh fast tot. So, jetzt stellen wir uns erstmal wieder schön hier hin, so. Und dann dorthin. Lalalala. Und schnappen uns den ersten Mann. Den wir gleich erstmal schön gegen die Felsen bashen. Stirb, dunkle Brut. Wir werden euer Antlitz vom Erdball fegen. Tilgen. Was auch immer. So, das waren die Herren Hurlocks. Das ging ja relativ gut. Immer schön, wenn man die Gegner erstmal selber ranrutschen lässt. Dann spart man sich eine Menge Pfeile, die man sonst kassiert hätte, auf dem Weg dorthin. Und hier werden auch bestimmt gleich weitere angreifen. Das wird ja noch nicht alles gewesen sein. Und da unten habe ich es, glaube ich, blinken sehen. So, da liegt schon mal Schutt. Und da unten hat es, glaube ich, auch geblinkt. Da gucken wir gleich mal. Onyx-Bruchstück hier nochmal zwischenspeichern, damit wir nicht so weit laufen müssen. War hier nicht die Treppe hinab irgendwo? Ging's hier nicht runter? Wie kam man denn da nochmal runter? Ich sehe hier auch nirgendwo Treppenstufen. Da hinten nicht, da hinten nicht. Ich kann da... Nee, ich kann da auch nicht hinklicken. Naja gut, dann lassen wir das erstmal... Ich könnte schwören, da hat's geblinkert. Seid ihr einer von Yevons Söhnen? Meister Hawk? Bitte helft mir! Mein Bruder, Merrin, Iron hat ihn zusammen mit der dunklen Brut eingeschlossen. Er hat die Tür verriegelt. Dann hat er mich hier zurückgelassen und ist diesen Weg entlang gestürmt. Er ist verrückt geworden. Alles, was ihn interessiert, ist dieses verdammte Schwert. Aber was denn für ein Schwert? Wir haben nichts zurückgelassen, als ich das letzte Mal hier war. Wonach sucht euer Bruder? Iron nannte es den Herztrinker. Er sagte, es sei das Meisterstück eines der alten Schmiede aus diesem Taik gewesen. Er hatte bei einer der Karawanen aus Orzammar ein Buch gekauft. Darin stand, wo das Schwert zu finden ist. Aha. Oder zumindest die Golems, die es bewachen. Aha. Und ist Ivan wirklich wahnsinnig? Ist euer Bruder wahnsinnig oder einfach nur grausam? Er wollte uns nichts über das Schwert erzählen. Aber ich hätte nie gedacht, dass er uns hier unten verrotten lassen würde. Wir sollten uns das Schwert holen. Dieser Iron hat es nicht verdient. Das Schwert interessiert mich nicht. Ich bitte euch, rettet meinen Bruder. Ich werde Merrin retten. Ich werde tun, was ich kann. Kehrt zu eurem Vater zurück. Ich suche euch dann auf, wenn ich hier fertig bin. Er ist auf der anderen Seite dieser Wand. Ihr müsst eine Möglichkeit finden, zu ihm zu kommen. Lasst es meinen Vater bitte wissen, wenn ihr Neuigkeiten habt. Natürlich. Bis bald. So, Narrengold ist aktualisiert. Hilf entweder Iron, seine Waffe zu bekommen, oder rette Merrin vor der dunklen Brut. Wir entscheiden uns natürlich nicht für die Waffe, sondern für das Brüderlein. Nur so kann es auch richtig sein. Ach, was! Ich hätte nicht gedacht, dass ich einige von euch noch am Leben gelassen habe. Oh, ihr Finsteren! Ihr beiden geht dahin und wir beiden... werden hier verzweifeln. Oh, und halten natürlich. Na, was ist denn da hinten los? So. Dann du. Und dann du. Und dann du. Ach, hör auf. Ach, scheiße. Verdorbene Spinnen. Anders könntest... Nein, könntest du nicht. Scheiße.
Puh, das war knapp. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich muss mir mal angewöhnen, den Mabari öfter zu rufen. Und du, mein Freund? Nein, der kann gerade nicht. Puh. So. Jetzt die verdorbene Spinne weg. Da ist noch eine verdorbene Spinne. Jetzt erstmal die Riesenspinne hier weg. Ach du Scheiße. Jetzt die Giftspinne da weg. Hauptsache die Kleinen und die Schwachen erstmal kaputt schlagen. Das ist ja immer eine gute Idee. Und jetzt die Giftspinne dort hinten. Und jetzt die Giftspinne dort hinten. Und jetzt die letzte verdorbene Spinne. Nein! Verdammt. Mit vereinten Kräften! Lass sie uns besiegen! Stirb, du elendes Monster! Du bist des Todes! Puh. Das war nicht ganz so leicht. Zwischendurch hätte ich gedacht, wir müssen auf jeden Fall nochmal laden. So, was haben wir denn hier Leckeres? Noch ein Heiltränkchen und hier und hier und hier. Und da oben ist wieder eine bewachte Truhe oder was? Knochenberg, Schärpe der Tyroshan. Mit plus 21 Angriff und plus 3% körperlicher Schaden ist das doch eine super Sache. Ich guck mal ganz kurz, das kann ich mir mal schön um den Wanst schlängeln. Und das Amulett hier plus 23 Angriff. Ich weiß gar nicht, braucht das hier jemand? Was hast denn du eigentlich für ein Amulett? Plus 22 und plus 2%. Na, das geht doch. Was hast du? Du hast hier plus Resistenz ohne Ende. Resistance. Plus 11 Mana Ausdauer. Passt schon alles. So, dann lasst uns mal weiter voranschreiten. Das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Abenteuer unten, fürchte ich. Und jetzt ist zufällig auch diese Tür dort offen. Aber wir gehen erstmal den alten Weg dort hinten lang, oder? Wo führt denn diese Tür dahin? Zu Merrin und das führt zu Ivan. Dann gehen wir auf jeden Fall erstmal da lang. Ich möchte nicht riskieren, dass wir aus Versehen erstmal den Falschen retten. So, speichern. Hörlocks! Ich mag euch, ihr kleinen Hörlock-Scheißerle. Ihr beiden stellt euch mal hier hin und da wird auch schön die Klappe gehalten und wir beide... Wir warten mal schön hier. Ach, was ist das denn? Ist das ein Armbrustschütze? Das sieht aus wie ein Abgesandter, aber ich sehe den gar nicht. Gesandter der dunklen Brut. So, der Gesandte hat sich wegteleportiert, wie es aussieht. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz auf den da. Gesandter, da hinten ist er. Der alte Penner taucht da hinter unseren Leuten auf. Oh, scheiße. Und ich bin ja schon fast Dingens. So, wie kann ich den Gesandten denn hier mal da... Ach, der ist eh weg. Alles klar, dann ist ja easy. Komm. So, und weiter geht's. So, die Herrschaften. Ach, da vorne kämpft ja noch ein kleiner Mann. Ach, nein, 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 nein. So haben wir nicht gewettet. So, da hat... Hat Merrin den gerade umgebracht? Ist ja unglaublich. So, dann gleich hier rein. Wirbelsturm machen, zack. Und Anders, du wirst dir hier mal schöne Potion gönnen. Und ihr beiden stellt euch mal bitte wieder abseits. Damit wir hier schön aufräumen können. Nicht durch. Ich brauche Ruhe.
So, der Marin ist da und der... Ich hab Halten vergessen. Der Anders, der ist so dämlich. Mann, 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 der hält gar nichts aus, aber fühlt sich gleich wie ein Großer. Ach, noch ein Gesandter. So, im Stein, ich war mir sicher, es sei um mich geschehen. Moment, ihr seid Meister Hawk. Unglaublich, dass ihr es wirklich seid. Naja, klar. Ich hatte keine Ahnung, dass die tiefen Wege so sein würden. Dass hier einfach überall dunkle Brut ist. Was denkst du denn? Ich habe natürlich die Geschichten gehört, aber selbst hier unten zu sein ist etwas ganz anderes. Ja, du hast die Geschichten gehört über unzählige der dunklen Brut, aber wenn man mittendrin in der unzähligen Brut ist, dann ist es was anderes. Ist ja ganz klar, das tut dann schon weh. Mann, 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 ihr seid ein Idiot. Was natürlich auch stimmt. Aber ich bin wirklich froh, dass ich rechtzeitig hier war. Nicht mehr lange und die dunkle Brut hätte euch erledigt. Ich war so ein Narr zu glauben, wir könnten es alleine schaffen. Ich wusste, dass Ivan etwas vorhatte. Er ist mir jedes Mal ausgewichen, wenn ich ihn nach diesem verfluchten Schwert gefragt habe. Aber ich kann immer noch nicht glauben, dass er uns verraten hat. Denkt ihr, er ist noch am Leben? Das bezweifle ich. In Klammern wirklich. Wir müssen erstmal euch in Sicherheit bringen. Wir sollten euch lieber hier rausbringen, bevor die dunkle Brut zurückkommt. Ja, natürlich. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr rechtzeitig hier wart, Messer. Wisst ihr, mir war nie wirklich bewusst, mit was es die Zwerge in Orsamar zu tun haben. Sie kämpfen jeden Tag ihres Lebens gegen diese Monstren. Ich glaube nicht, dass ich es ertragen kann, mich zurückzulehnen und das süße Leben eines Händlers zu genießen, während mein Volk stirbt. Jetzt nicht mehr. Sucht uns bitte auf, wenn ihr wieder zurück seid. Vater wird euch mit Sicherheit für meine Rettung danken wollen. Aber ihr nicht. Na gut. So, Quest aktualisiert. Merin wurde gerettet. Vielleicht können Ivan und die Waffe noch gefunden werden. Tja, da bin ich mal gespannt. Dann können wir den nämlich zur Raison ziehen. Aber halt. Erstmal. Da ist noch eine Tür. Da speichern wir ab und mal gucken, was sich hier verbirgt. Nichts. Ah ja, hier hat es einen Einsturz gegeben und deswegen mussten wir durch die andere offene Tür gehen, was ja wirklich ein unschaffbares Rätsel war. Naja, ganz knapp. So, hier ist auch nichts. Na gut. So, dann plündern wir mal eben die beiden Gesandten hier. Zack und zack. Da haben wir zumindest ein bisschen Kohle wieder erhalten. Nicht mal wenig, wenn ich das so sagen darf. Das läppert sich ja langsam. Und jetzt geht es zu Ivan und dem Schwert. Was lange Schwert wird endlich gut. So, das Bruchstück einer Rüstung der dunklen Brut. Ist natürlich klar, dass wir das mitnehmen müssen. Oh, Ivan hat es auf jeden Fall geschafft, wie es aussieht. Na, Ivan... Ivan ist also tot. Das ist der Lohn für sein Verrat. Nennen wir ihn einfach mal Cat. Das muss der Golem-Kontrollstab sein. Vielleicht finden wir die Kreaturen, die er kontrolliert, wenn wir diesem Weg weiter folgen. Eine gute Idee. Jetzt nehmen wir erstmal den Keller-Ivan aus. Hallo, Keller-Ivan, wo bist du denn da? Na, ah. Wieder so einmal ein Pixel zum Anklicken. Golem-Kontrollstab. Benutze den benutze den Golem-Kontrollstab, um den Schatz zu bekommen. Welchen Schatz denn eigentlich? Sieht auch cool aus eigentlich. So, na dann... Wollen wir mal hier... Ach, der hat noch mehr dabei. Nee, der... Ach Mensch, der hat sich nur gewaschen. Der blinkt und blitzt hier einfach durch die Gegend. Wo ist denn der Golem-Kontrollstab? Ich glaube, den können wir so nicht benutzen. Da müssen wir, glaube ich, erst irgendwo hingehen und dann wird er wieder automatisch benutzt. Und zwar an diesem Golem dort. Probiert den Kontrollstab aus. Vielleicht bewirkt er ja etwas. Das mache ich gerne, nachdem ich gespeichert und die restliche Gegend erkundet habe. Huch, wo kommt denn der Ladebildschirm her? Ich kann es mir gar nicht denken.